Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei That Me, euer Kanal für Mode und Lifestyle. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Begleitet mich heute mal, ja, so ein Follow Me Around, mehr oder weniger. Ihr seht schon, ich bin hier richtig voll bepackt. Ich sitze hier gerade im Auto und ich habe mal die ganzen Sachen aussortiert, Klamotten, die ich nicht mehr brauche. Ich glaube, ihr habt das ja auch bei der Roomtour gesehen, da hat sich einiges angestaut. Und ja, das werde ich jetzt mal alles abgeben, weil ich glaube, der ein oder andere Flüchtling das sehr, sehr gut gebrauchen kann. Deshalb fahre ich jetzt hier nach Charlottenburg zum Rathaus, gebe das mal ab, spende das alles und ja, seid einfach mit dabei. Bis später. So Leute, ich packe einfach mal in die Beschreibung, ja, für jeden, der auch irgendwie Bock hat, Sachen zu spenden, irgendwie Kosmetik-Sachen, Klamotten, Baby-Sachen, glaube ich, werden hier ziemlich viel gebraucht. Ich packe einfach alles unten rein, ja, gibt's gerne ab. Ich werde jetzt meine Tasche nehmen, meine zwei, drei kleinen Pakete, das abgeben. So Leute, jetzt bin ich wieder bei mir zu Hause. Für die Leute, die Roomtour gesehen haben, schaut mal, so sieht es jetzt hier aus. Ich kann mal einmal noch mal kurz einblenden, wie es hier aussah, als ich die Roomtour gemacht habe. Ja, die Sachen habe ich jetzt zum größten Teil abgegeben. Ja, ich wollte jetzt aber noch mal ganz kurz was machen. Eigentlich wollte ich ja einen Vlog machen. An dem Tag ist mir aber die Lust vergangen, muss ich ehrlich sagen, noch weiter zu filmen. Ich war dann auch einfach nicht gut drauf. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es gibt halt manchmal so Tage, da, ja, gerade irgendwie auch an solchen Tagen, wo man dann keine Lust hat, das zu machen. Ja, ich wollte noch mal kurz was dazu sagen. Und zwar möchte ich nicht, dass jetzt irgendjemand hier in die Kommentare irgendwas reinschreibt. Ja? Also ihr braucht, spart euch alle Kommentare, die ihr zu diesem Thema machen wollt. Ja? Ihr braucht weder schreiben, Marc ist eine coole Aktion, ihr braucht weder schreiben, Marc ist eine Scheißaktion, weil für mich das eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich das mache. Und ich finde auch, dass Leute, die eine gewisse Reichweite haben oder Popularität, dazu eigentlich fast in der Pflicht sind, auch Leute darauf aufmerksam zu machen, in dem Fall auch Informationen zu geben, wo man hingehen kann und wo man helfen kann. Ja? Und all das, was jetzt gerade diskutiert wird und der ganze Kram, Leute dagegen, dafür ist mir alles scheißegal. Weil ich bin dorthin gegangen, ja, mit meinen Tüten voll. Ich bin erst nach Charlottenburg ins alte Rathaus und dann bin ich nach Tempelhof gefahren und habe da den Rest abgegeben. Ja? Und da bin ich in eine alte Schule, glaube ich, war das, reingegangen. Und da stand dann eine Schlange von 100, 200 Flüchtlingen. Ja? Und ich komme da an mit meinen Tüten und sehe diesen Leuten in die Augen, ja, und sehe, wie sehr sie sich darüber freuen. Also die haben gewartet, dass sie neu eingekleidet werden, ja. Und ich sehe, wie sehr die sich darüber freuen, dass Menschen dorthin kommen und sie willkommen heißen, sozusagen, denen Klamotten geben, damit es ihnen besser geht, ja. Und es ist doch nur ein ganz kleines Zeichen, sozusagen. Und ich habe versucht, denen allen anzulächeln und alle haben zurückgelächelt und sich einfach gefreut. Und das ist für mich das, was zählt. Der Rest ist mir alles scheißegal. Ich will diesen Menschen helfen und das ist das, was zählt. Und deshalb mache ich das, ja. Und ich kann euch allen nur da draußen sagen, wenn ihr Lust habt, das zu unterstützen, alle Links sind in der Beschreibung. Des Weiteren gibt es an diesem Sonntag 10 bis 15 Uhr im Ellington Hotel in Berlin einen VIP-Flohmarkt, wo ja Prominente ihre Klamotten verkaufen. Ich habe leider zu spät davon erfahren. Ich habe meine Sachen ja schon abgegeben. Das Video ist jetzt über eine Woche alt, wo ich die Sachen abgegeben habe. Ich habe leider zu spät davon erfahren, sonst hätte ich das auch noch gemacht. Auf jeden Fall verkaufen Prominente da ihre Klamotten. Das Ganze wird gespendet, das ganze Geld, der ganze Erlös wird gespendet für die Flüchtlinge im alten Rathaus in Charlottenburg und ich denke, das ist eine super Sache, da sind Leute wie Wolfgang Barrow, kennt ihr sicherlich Joe Gerne von dem GZSZ, schaut einfach mal unten, packe ich den Link in die Beschreibung, die Facebook-Seite, jeder, der aus Berlin kommt und auch mal Bock hat, allgemein, Flohmarkt ist eine mega coole Sache, also das kann ich euch auch nur als Tipp mitgeben, wir sind ja hier bei That's Me, Flohmärkte, einer der besten Sachen, die man machen kann, man findet zum Teil noch richtig coole Sachen, mega günstig und es bringt auch einfach Spaß, ich finde es auch so, diese Atmosphäre, auch mit den Leuten so ein bisschen zu verhandeln und das alles. Also Leute, alles in der Beschreibung. Diesen Sonntag, 10 bis 15 Uhr, Ellington Hotel. Danke fürs Zuschauen, That's Me. Ja, morgen, übermorgen, mal gucken, wann ich es schaffe, gibt es mal ein Hosenvideo, Top 5, meine Hosen. Ich nehme euch mal mit. Boah, der Boden knatscht hier voll. Ich nehme euch mal mit, zeige euch mal bei mir im Kleiderschrank, was so meine Top 5 Hosen derzeit sind. Und ansonsten, wie gesagt, spart euch alle Kommentare. Ihr braucht mich nicht haten, ihr braucht nichts Positives schreiben. Schreibt einfach nichts. Das Video ist nicht dafür da, dass ich Werbung mache. Ich habe auch davor keine Werbung geschaltet. Ich will daran nichts verdienen. Ich will keine Klicks oder gar nichts. Kommentiert es nicht, gebt keinen Daumen hoch. Ist mir egal. Es geht mir nur darum, euch darauf aufmerksam zu machen. Wenn ihr Bock habt, spendet eure Sachen. Die Leute freuen sich drüber und glaubt mir, die Menschen können es sehr, sehr gut gebrauchen. Wir sollten jeden willkommen heißen, der aus seinem Land fliehen muss, weil es ihm dort nicht gut geht. Mein Name ist Marc Eggers, danke fürs Zuschauen, That's Me, euer Kanal für Mode und Lifestyle. Peace. Refugees welcome. So sieht's aus, Leute. Jetzt geht wieder rüber in mein Zimmer.
Hier, das kann ich euch nochmal zeigen. Ich bin auch immer so lustig. Normalerweise will ich die Videos beenden, aber da beende ich es doch gar nicht. Ne? Hier sind die Hosen, habe ich schon mal alle gestapelt, mal rausgesucht, so ein bisschen. Kann man schon ein bisschen was sehen. Ne? Das ist so ein kleiner Teil der Hosen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, hier im Umbruch ein paar Sachen umzuräumen und sowas. Freut euch auf jeden Fall, dass das Video so ist. Ist alles schon längst zu Ende. Setz mich, euer Kanal für Mode und Leichter. Peace out, macht's gut. Tschüss.